Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Heute spielen wir eine Runde Mörder auf einer Schlumpf-Map. Ich glaube, das war mal ein Deathrun, Freunde, den ich mal hochgeladen habe. Toxic hat die umgebaut zu einer Mörder-Map. Mit dabei sind die Jungs wie immer, Freunde. Der liebe Kitschwons. Putz, 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 putz. Nein, ich muss nachladen. Scheiße. Jo, Digga, hättest du uns alle gekillt, das wäre traurig gewesen. Young C! Putz, 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 putz! Ah nein, ich muss nachladen. Oh, ich muss nachladen. Und Odemann ist mit dabei, Freunde. Okay, ja, war eine coole Runde. Ich würde sagen, wir gehen in die zweite. Hier haben wir nur eine Lootbox, Freunde. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir müssen hier einfach den Knopf drücken und kriegen dann random unsere Waffen. Und wir werden random auf die Map teleportiert. Dementsprechend einfacher für den Mörder, den Schlüssel zu verstecken, weil er nicht direkt abgecampt werden kann. Warte. 3, 2, 1, go! Ey, du bist so ein Hund. Ey, man hat nur drei Dinger. Ey, das ist voll geil, dann muss man nicht so die ganze Zeit rumdrücken, weißt du, ich meine? Okay, wir gucken mal, ob es funktioniert. Oh, warte mal, jetzt bin ich hier drinnen. Oh, hey, lass mal die Map heilen. Oha, ihr könnt nur einzeln, Jungs. Oh. Ihr seid jetzt zusammen in der Box, Digga. Okay, mal gucken, ob das trotzdem klappt. Klappt das? Nee, es klappt nicht. Ich hab Burner-Waffe bekommen. Ja, ich hab jetzt auch, ich hab die Waffe bekommen hier. Oh, also jetzt hab ich geschossen, Cringe. Ja, warte, geh nochmal raus, rein. Und jetzt drück auf diesen Knopf bei der Mörderwaffe. This is how we do it. Okay, Javel, Digga, die Map hat auch keinen Bock. Oh! Ich bin tot. Weil du bist in der Zone gewesen. Okay, Freunde, nochmal. Wir haben jetzt viermal versucht, das hinzukriegen. Wir machen das jetzt. 3, 2, 1, go! Oha, wie schnell das weg ist, Digga. What the fuck? Okay. Okay. Zusammen, einzeln meine ich. Okay, Freunde, hier seht ihr nochmal die Waffen. Der Schlüssel ist diesmal eine lilane Waffe. Das kann wahrscheinlich verwirren, weil wir uns alle immer lilane Waffen mitnehmen und einfach irgendwo hindroppen. Aber wir schauen mal. So, irgendwie meinte er, wir können hier noch... Und hier haben wir den für 30 Münzen. Wenn wir 30 Münzen zusammen, können wir zusammenschmeißen und haben die Warlock-Waffe. Ah, hier. Ja, die sind einfach random versteckt. Ich hab 10 Münzen. Aber ich habe jetzt nicht verstanden, wie man hier... 10? Ich hab 10 Münzen, aber einen Schlag. Vielleicht gibt es nur 3 Spots, wo die Münzen sind. Aber man muss sich vertrauen und kann vielleicht dem Mörder die Warlock-Waffe geben. Dann wäre natürlich cringe. Stimmt. Ja, dementsprechend muss man schon sicher sein. Muss man auch sagen, ob man Münzen hat oder nicht. Man, am besten nicht, ne? Und erst muss man nicht. Und vertrauen, Digga. Also Kidnaff, du bist schon mal am Arsch, Digga, by the way. Du bist ein bisschen am Arsch. Digga. Oder er ist der Mörder. Bitte nicht töten. Das heißt... Und nochmal, nichts habe ich nichts. Was? Hast du 20 Münzen? Ich habe keine 20 Münzen gerade. Ey, 100% ist Kidnaff auch noch Mörder, Digga. Ist safe Mörder. Er hat wieder so richtig Freeplay gerade. Das Ding ist, es muss einer von uns halt finden, ne? Ja, wir müssen finden, weil wenn er alle drei hat, hat er so monopolmäßig. Ja. Das heißt, er kann sich die Waffe alleine holen. Junge, was tut denn alles, als wäre ich ein Mörder? Ja, irgendwie hab ich das Gefühl, Digga. Du freust dich gerade voll so, weißt du? Monopol, er ist Diktator. Ich schwör. Man kann in die Häuser rein? Kann man? Kann in die Häuser rein? Wie hast du dich TP'd, oder Mann? Ja, ich bin in irgendein Haus reingelaufen. Oha! Oha! Was geht? Was geht? Ich habe ein bisschen Angst, mit Kidnaff hier alleine zu sein. Ich würde nicht mit Kidnaff sein, ich sag dir. Ich sag dir! Ich sag dir! Auf einmal warst du nicht mehr neben mir. Ja, wir sind in das gleiche Haus gegangen. Ja, aber ich bin vor der Tür gespawnt. Guck, wenn du jetzt reingehst, kommst du wieder in das gleiche Haus, aber du spawnst woanders, glaube ich. Guck mal hier. Ja, stimmt, man wird random hin und her teleportiert. So wie Vance ungefähr. Okay, ergibt Sinn. Bisschen wie Harry Potter. Aber ich muss sagen, die Map ist schwer als Mörder. Ja, weil übelst, die Häuser sehr klein sind und man hat nicht viel Ausweichmöglichkeit, sage ich mal. Aber die ist echt groß, Digga. Man muss halt schon jemanden in den Häusern erwischen, glaube ich. Weil danach, du kannst ihn killen, rausgehen und wirst random irgendwo hin teleportiert. Also vom Ding her doch nicht so schwer. Ja. André, als würde er sich gerade einen Plan machen. Nee, ich habe schon drei Leute umgebracht, Digga. Also man muss, glaube ich, um zu gewinnen, musst du so und so und so machen. Wir brauchen die 10 Münzen, ja. Wir brauchen die 10 Münzen. Jetzt finde ich auf einmal keine mehr. Ja, auch nicht. Vielleicht hat die auch... Ah, ich glaube, Odemann hat welche gefunden. Vielleicht hat jemand welche. Ja. Odemann hat die gefunden, sonst hätte er vorhin nicht gefragt, Digga. Ja, warum sagst du das, du dummes Stück Scheiße? Ich weiß auch nicht. Jetzt bin ich doch auf der Kopfgeldliste von Kidnaff. Also ich würde ihn umbringen, wenn du willst. Spaß. Hä, aber du hättest doch einfach weiter lügen können, Odemann, Digga. Stimmt, ich hab die Münzen nicht. Odemann hat die Münzen nicht. Okay, wir müssen weitersuchen. Aber die Frage ist, wo ist der Schlüssel? Boah, Schlüssel hier zu verstecken ist tatsächlich schwierig, Digga. Yes, nee. Sir, Digga. Mit den ganzen hohen Gras und so? Ich glaube nicht. Hä, ich gehe ins Wasser auf einmal, ich bin unter der Map. Ihr dürft nicht ins Wasser springen, das hat keinen Boden. Ich mach's jetzt. Das Wasser hat einfach keinen Boden. Hä, bei mir überall Boden. Darf ich eine Sache sagen? Ja? Ich bin der Detektiv. Ich weiß nicht, ob wir die Runde jetzt weiterspielen können, wenn Kidnaff im Boden ist. Ja, lass mal alle ins Wasser gehen.
Ja, das Ding ist, ich geh ins Wasser. Bei mir ist alles normal. Mal. Kommt mal her. Okay, wir gehen jetzt alle unter die Map, Freunde. Irgendwo. Vor allem, ich bin nicht nur im Wasser. Ich bin im Wasser auch noch hängen geblieben an einem Stein. Ich weiter. Kid, mir findet immer solche Verstecke, ah, Digga. Ich schwör. Bruder, was kann ich dafür? Ich spring einfach ins Wasser und bin im Boden. Dings! Ja, Cody wurde gerade gekillt, glaube ich. Oder war das der Schlüssel? War das der Schlüssel? Was war das? Ich weiß es nicht. Leute, hier. Ich bin ja, aber hier oben lag auf einmal eine Pumpgun. Aber hier. Das war meine und ich habe jetzt die Detektivwaffe, habe ich doch gesagt. Gucken und ich kann mich nicht bewegen. Aber warum hast du den dafür gedroppt, Digga? Weil ich hell geswitcht habe. Okay, wir spielen jetzt Ding. Oh. Was war das? Das Ding hat mich noch erstmal geknutscht, Digga, die ganze Zeit. Ich wurde so voll weggepusht, Digga. Es war klar, dass Kidmech war. Es war so, es war von Anfang an klar. Aber ich bin unterm Boden, du. Aber Ahmed hat uns alle getrickt. Vom Ding hat er gewonnen. Easy. Aber er hat sich halt selbst gekillt, also unentschieden. Würde, hä? Selbstmord auf dem Täter. Oh, aber Selbstmord in Fortnite Murder ist ein wilder Titel, Digga. Das ist ein sehr wilder Titel. Okay, kommt mal her, wir starten die zweite Runde. Versuch Nummer 431,2. Seid ihr ready? Let's go! 3, 2, 1, go! Hey, ich hab nicht meine Waffe gehört. Ich hab einen Raketenwerfer, einen Granatenwerfer bekommen, Digga. Ich glaube, ich behalte ihn. So, ich geh schlafen. Okay, entspannt euch. Mach das Ganze. Kid Mech, pass auf, Digga! Du lebst immer an der Grenze. Wenn da jetzt jemand gedrückt hätte, wärst du gestorben. Das ist doch eh nur Cody, bei ihm geht's doch eh nicht. Cody, nimmst wieder. Ja, nimm die. Okay, geh weg, pass auf! Okay, Digga, sorry, dass es 8 Jahre dauert. Ich bin drin, Jungs! Okay, aufpassen, wenn ihr ins Wasser läuft. Okay, Freunde, Runde 2. Diesmal Wasser nicht, bitte nicht berühren, das ist wie in alten Fortnite, wo man nicht schwimmen kann im Wasser. Ja, aber das haltet geht irgendwie nicht. Überall ist Wasser. Nein, das Ding ist, überall ist Boden. Nur da, wo du reingesprungen bist, nicht, Digga. Ja, probier's aber besser nicht aus, Digga, weil ich weiß, du findest irgendwas, Digga. Okay. Aber ich würde diese Runde gerne mal diesen Granatenwerfer holen. Ihr wisst doch, wo die Münzen sind. Das ist wild, Digga. Okay, lass uns einen auslosen, wen ihr am meisten vertraut. Ich. Oder Mann. Ich würde sagen, Jan Cody, weil er kann Waffen nicht wechseln. Ich schwöre. Okay, lass uns Jan Cody den Dings. Wo ist der? Wo seid ihr? Ich habe Münzen gefunden. Ich habe auch 10. Ja, also ich bin hier am Automaten. Wir treffen uns alle in der Mitte. Wo ist die Mitte? Wo ist die Mitte? Digga, einfach epileptischen Anfall. Guck mal hier, Digga, was ist das? Ja, Mann, ich schwör. Echt nicht drauf, Digga. Lass uns doch nicht da treffen. Lass uns hier treffen. Okay, haben wir überhaupt alle Münzen? Oder warum treffen wir uns? Ich habe auch 10. Und hier. Wer hat noch 10? Ich. Alle haben 10. Okay, lass uns Jan Cody die Münzen geben. Oh. Ich hätte dir mal zugetraut, dass man die nicht aufheben kann. Alter, ich auch. Ja, ich auch, Digga. Okay. Oh, shit. Schieß mal aus. Aber nicht auf jemanden schießen, das kann einen killen, ne? Du musst aufpassen. Wenn du jemanden komplett damit triffst, dann macht es Damage. Wohin soll das? Schieß mal so einfach irgendwo, ob du siehst, ob wir. Da, ich bin jetzt gespannt, ob wir es auch sehen, sozusagen. Oder nur du. Okay, also ich glaube nur Jami, weil wir sind ja nicht in einem Team. Ja, du musst irgendwo hinschießen, dass du uns noch sehen kannst, schieß sozusagen damit. Nein, schieß nicht! Mein Selbstmordattentäter. Okay. Hä? Ich sehe ein rotes Ding über mich. Okay, also kann ich auch sehen, dass ich gescannt werde. Perfekt. Ja. Oh ja. Das meine ich damit. Das wollte ich wissen damit. Das wollte ich eigentlich wissen, weil ich will dich alle umbringen. Ich habe dem den gegeben, der keine Münzen hatte und es bringt nur ihm selber was und uns nichts. Perfekt, ja. Digga. Ja, er kann sich ja mit jemandem zusammenschließen, den er vertraut, Digga. Warum man nur 30 Münzen auf der Map hat. Ja, ich dachte halt, das sind also einzelne Münzen. Weißt du, so, dass man 30 sammeln muss. Dann hätte man voll was zu tun, so. Und vielleicht so, dass es 100 Münzen gibt, dass mehrere Leute die Waffe haben können. Ja. Wäre auch eine Idee. Ja. Freunde, schreibt auch gerne mal immer in die Kommentare, wenn ihr eine geile Idee habt für Mörder so. Weil wir haben schon viele Ideen übernommen, auch in anderen Formaten, die sehr, sehr cool waren. Gerade in Among Us hatten das extrem weitergeholfen. Da habt ihr das fast in jedem Video irgendwelche Ideen. Ich habe sogar einen Discord, einen Channel aufgemacht, wo ihr Ideen reinschreiben könnt. Und manche waren richtig geil. Also krass. Join den Discord. Join den Discord. Ja, Schlüssel müsste versteckt sein. Wir haben ja in der Mitte ein bisschen Faxen gemacht. Ich hoffe, das hat trotzdem geklappt. Rodemann, vertraust du mir? Ich vertraue dir nicht. Oh, da wolltest du ins Haus reingehen, aber ging nicht. Ja, aber das geht nicht. Woher weißt du das? Ja, weil du dagegen gelaufen bist. Ich hab dir zugeguckt. Warum hast du ihm zugeguckt? Warum hast du mir zugeguckt? Und warum stillst du so? André, ich dachte, du schießt auf mich, Digga. Ja, soll ich auf dich schießen? Bist du dumm? Ja. Okay. Komm, wir gehen zusammen hier rein, alle. Wir gehen jetzt hier rein. Oh. Hey, Leute, willkommen zu Hause. Das ist mein Haus. Aber das wäre ein richtig wildes Haus, ne? So einfach. Die Ecken nimm nicht mehr so viel Platz weg. Du hast so ein rundes Haus. Hast du Dings da? Hast du die Detektivwaffe? Oh mein Gott. André hat die Detektivwaffe. Hä? Digga. André hat die Detektivwaffe, Digga. Ahmed, wo warst du in der Zeit? Wo André uns gerade die Waffe gezeigt hat? Also, ich war jetzt gerade nicht auf Klo und dachte mir, ich stelle mich in der Zeit einfach kurz tot.
Oh mein Gott. Oh, aber 500 IQ. Er blufft, Jungs. Er blufft. Ich glaube auch, Digga, ohne Witz. Nein, Ahmed hat schon viele Dinger gebracht, aber... Soll ich euch mein Klo zeigen? Jetzt machen wir noch diese Geräusche nach dem Abspiel. Bist du mit dem Rechner reingegangen, wenn du auf Klo, oder? Nein, ich bin kurz gegangen, hab kurz irgendwo in Dingens, auf Waschbecken und dann... Ja, irgendwo hast aber du... ganz kurz. Irgendwo auf Wasch... Wo bist du, Ahmed? Ich bin bei den Schlümpfen. Da hinten, bei der Schule. Hier, in die Richtung. Okay. Warte mal, entweder Ahmed macht gerade richtig hart 800 IQ. Oder du machst irgendwelche Faxen, André. Ich glaube, hey, warum ich? André. Weiß ich glaub nicht. Ja, Jungs, kurz, Digga, ist doch egal, ob man das scrollen kann oder nicht. Hier, ich droppe euch meine zwei Raketenwerfer da. Oh, okay, mein dann, Gott, okay. Ja, hier, komm, fertig. Wo bist du? Da habe ich gerade gedroppt. Ne, habe ich nicht gesehen. Zeig. Hier. Eins, zwei, oh mein Gott. Digga, ich wollte meine wegsnacken, Digga. Dann wäre ich auf der sicheren Seite. Wer traut sich Rocket Ride? Spaß. Okay. Also, André, nein, mach nicht. André ist Detektiv. Das hat... Oh mein Gott. Ey, pass auf, Mann! Digga, oh mein Gott! Jungs! André ist Detektiv, Jungs, ne? Ja. Ahmed ist safe. Ich konnte sowieso keine Waffe looten. Es ist Odemon. Wie kommst du da? Jamil, Cody, zeig uns mal deine dritte Waffe. Ich hab keine dritte Waffe. Wie, du hast keine dritte Waffe? Hier, ich hab keine dritte Waffe, ich hab nur zwei. Nein, du hast eine dritte Waffe. Warte, dann heb mal hier auf, wenn du keine dritte Waffe hast. Oh! Er hat keine dritte Waffe, Odemon. Warte! Hey, Jungs! Ganz kurz, gut, dass wir es geklärt haben, weil ich bin eigentlich Detektiv und nicht André. Ich dachte, du sagst jetzt, du bist Mörder. Also heißt, André ist Mörder. Ah! Du Schmerz! Dankeschön, Ahmed, Digga, Kuss! Nein, danke für die Free-Runde, Bro! Warum sagt man das nicht, wenn man Detektiv ist? Weil ich hab gedacht, André wäre safe und dann wollte ich gucken, ob ich euch so ausspielen kann. Warum schießt du einfach ohne Vorwarnung? Oh mein Gott, Sandra. Und ich hab alles auf Kamera, Digga. Ich hab zugeguckt, wie er ihn umgebracht hat, Digga. Digga, er sagt so, na gut, dass es geklärt ist, ich bin eigentlich und pack die Waffe aus und ich denke, er ist Mörder, Digga. Das Ding ist, ich wollte schon die ganze Zeit jemanden umbringen, aber diese Gespräche, weil niemand hat mich beschuldigt, warum sollte ich denn jemanden killen? Ja, es war einfach so, alle dachten, geglaubt. André, du bist der Engel, Digga, du bist niemals Mörder und so, die killen sich alle gegenseitig. Ey, aber diese Waffe hat viel gebracht, Digga. Die Waffe war wild, Digga. Jamin hat einmal alle gescannt, Digga, so ein Ding ist das. Bruder, hat mir gereicht, einmal euch zu sehen, Digga. Wenn euch das Ganze gefallen hat, immer gerne ein Like da lassen. Wir haben jetzt 7 Mal versucht, eine Runde zu starten, davon haben 2 geklappt. Wir sehen uns morgen, checkt die Jungs ab, ciao.